Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Ja, wir sind in Bourg-en-Misage und müssen im Grunde eigentlich gleich... Handelssortiment. Ah, noch ein paar Schriftrollen, okay. Das ist ja... müssen eigentlich jetzt langsam mal weiter. Und zwar in den Stillschrein von Miriam das Schwert der Könige zu finden. So, und dafür müssen wir... Gott, wenn ich jetzt richtig liege, hier unten lang. Ich verlasse erstmal die Parade. Para schieß mich tot schluchten. Wenn ich jetzt richtig liege, müsste ich jetzt rein theoretisch genau nach Süden. Wenn ich jetzt richtig liege, müsste ich nach Süden. So, wir nehmen natürlich alles mit, weil jeden Kampf, den wir mitnehmen, ist ja zusätzlich noch Erfahrungspunkte und Lizenzpunkte. Und da können wir immer wieder welches gebrauchen. So, zack. Zack. Das können wir nämlich immer wieder gebrauchen. Schön, da hat sie zum Beispiel Gemach gerade angehauen. So, hier nach unten. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste das da unten sein. Ah, schön. Es hat gewirkt, also. So, wenn ich jetzt richtig gehe, muss ich da lang. Den da. Nehmen wir hier. Hier lang. Das müsste, glaube ich, hier der Weg nämlich sein. Einen Äther nehme ich gerne mit. Ja. Das müsste jetzt hier so eine kleine Oase sein, genau. Das Harren und Pilgern in den Schluchten gehört zur Prüfung und Ausbildung der Kretianer. Erklimmt den Hügel und... haltet euch gen Süden und schon bald werdet ihr den Miriam-Stillschrein erreichen. Genau, gen Süden. Das heißt, wir sind hier auf richtigen Wege. Hier ist noch ein Schatz, den gönnen wir uns erstmal. Flüchtling. Das Volk von Ivalis leidet unter den vielen Kriegen. Bourg-en-Misage ist für uns Flüchtlinge der einzig verbleibende Zufluchtsort. Auf diesem Weg kommt ihr nicht nach Bourg-en-Misage. Prescht den Hügel in südöstliche Richtung runter und biegt dann nach Norden ab. Gebt Acht. Ja, ich wollte auch nicht nach Bourg-en-Misage, da komme ich nämlich her. So, ich muss mal kurz speichern. Weil ansonsten... muss ich immer wieder hierher rennen.
So, ja. Zurück. Und jetzt müsstet ihr mich wieder sehen. Denn wir müssen hier weiter. Hier müssen wir weiter. Ach du Scheiße, das Vieh. Stimmt, das Vieh. Okay, ich flitz mal durch. Weil die Viecher nerven einen nämlich nur. Autsch, Schneedach. Nee. Uncool. Oh, Autsch, uncool. Danke. Einmal Vitra. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Oh, die Schlucht ist das, okay. Warte mal, ja genau. Einmal hier komplett durch. Muss nur aufpassen, hier sind überall Skelette. Hier die netten, freundlichen Dunkelskelette. Zack. Pop. Und das Nervige ist, es sind leider auch die Kaiserdrachen drin. Hier. Die Kaiserdrachen wollen wir nicht haben. Am liebsten. Die Kaiserdrachen sind mir persönlich zu nervtötend. Da hinten, das müsste der sein. Hier hinten müssten wir, glaube ich, durch. Genau, das sieht gut aus. Jetzt kommen wir da zum Miriam-Stillschrein. Der Miriam-Stillschrein aus Aufgang des Edelmutes. Wollen wir mal, ne? Schön gechillt hier mal den ganzen Weg lang. Was haben wir denn da? Ein Schatz? Ob ich den nehmen soll? Ja, mach ich mal. Eine Gladiatoren-Harnische. Hier war nochmal Gladiatoren-Harnische. Ist ja er hier, ne? Wäre eigentlich eine Idee. Er hatte ja sowieso nur das für die Lizenzpunkte. Okay, dann wollen wir mal. Achso, hier war noch so ein Speicherslot vorher. Ein Eisschild. Okay. Ja, dann speichern wir sicherheitshalber hier auch nochmal. Weil sonst, ne? Müssen wir da ja immer wieder... ja, nee, ja, nein. Wisst ihr? Deswegen... lieber noch mal sicherheitshalber speichern, weil sonst ist das natürlich alles für die Katz, was ich hier habe. Erreiche. So, Kiltiana. Das Schwert der Könige wurde nicht in der heißen Glut der Blutrünstigkeit geschmiedet. Bedenkt, diese sakrosankte sankte Überlieferung. Aha. Interessant. Ja. Lass uns rein. Lass uns einfach mal reingehen. Mal schauen, was uns hier so Schönes erwartet. Der Stillschrein von Miriam. Ja, der Stillschrein von Miriam. Und wenn ich mich richtig erinnere, war
war das eigentlich auch hin und wieder ein bisschen nervtötend. Es kann allerdings auch sein, dass ich mich einfach mal mit einem anderen hier... Kamera, please. Da ist noch so eine fette Fledermaus. So. Ein Chromzähnchen. So, dann schauen wir mal. Sockel des Morgenlichts. Eine antike Schrift ist zu sehen. In Schrift lesen. Eine Botschaft König Great Walls. Soll ein neuer Pakt besiegelt werden, erbringe den Beweis deiner Rechtmäßigkeit. Sockel berühren. Nee, keine Reaktion. Oh. Paar Zombies aufgetaucht. So. Das ist nämlich, so viel ich weiß, ein kleiner Trick, den eigentlich so gut wie keiner weiß. Und zwar wäre es, ich sag jetzt mal Ash, und wir hauen da den Morgensplitter auf sie. Nämlich. So. Geben ihr jetzt den Dings. Socke berühren. Hehehe. Das ist es nämlich. Man muss mit Ash und dem Morgensplitter das berühren. Weil sonst funktioniert das nicht. Ihr habt ja gesehen. Sonst ist das nämlich Hallo? Miriam Wächter. Ich würde sagen, Attacke. So, wir kloppen erstmal den komischen Miriam Wächter kurz auf die Beine. So. Dann kann ich nebenbei Ash erstmal den Reif wieder anlegen. Weil Mana braucht sie ja doch noch. So. Und das Nervige ist, wir müssen jetzt trotzdem hier uns mit ein paar Drachen kämpfen. So, wir haben den Ort des Wiedersehens. Das Problem sind, dass hier wirklich diese nervigen paar Drachen, Drakovis. Sind. So, nächster. Gleich mal. Zack. Zack. So. Und der dritte. Du machst mal bitte wie klar. Warte mal, kostet Wiegler... Achso, okay, Vitra ist ja arealbedingt. Okay. Ich
wollte gerade sagen, klar, hä? So, und zack. Schon haben wir das auch erledigt. Die Kiste, das ist eine Mimik. Das erkennt... What? Das erkennt man nämlich immer schön daran, dass wenn da unter eine Falle symbolisiert wird, dann sind das auch Mimics. Schön, dass man gegen Köpfe jetzt hier fighten muss. Ne? Alter, wie viel haben die denn? 5500. Okay. Hopp. So, das Gute ist, sie haben Gemach drin. Das heißt, wenn die Gemach drin haben, dann greifen die nicht so schnell an. So. Okay, weiter geht's. So, jetzt sind wir im nächsten Bereich. Jetzt müssen wir von in der Mitte nach außen sozusagen. Und ich wollte gerade sagen, und die ganzen Gesichter, die kommen einem natürlich auch ein bisschen entgegen. Sagen dann Hallöchen. Ja, es geht alles eigentlich noch. Ich habe den ganzen Kram irgendwie schlimmer in Erinnerung. Ja. Meines Wissens nach ist da auch einer. Guten Tag, Herr Wächter. Diese Wächter, die stehen nämlich auch immer wieder mit auf. So, und da steht dann gleich der nächste auf. Segen. Ganz weg kommt man von den Viechern auch nicht. Und das ist auch ein bisschen das Nervige, weil die immer wieder aufstehen, die ganzen Statuen. Und Gesichter vor allen Dingen auch aus den Wänden rauskommen. Oh, schön. Wahn ist Level 24, das heißt... Basch kann jetzt endlich mal wieder zeigen, was er drauf hat. Ach ja, hier brauche ich glaube ich auch wieder Ash, wenn ich das jetzt richtig sehe. Inschrift lesen, bla bla bla. Geeint werden wir sein, hältst du den Beweis in deinen Händen. Ja, genau. Nichts tun. Dafür brauchen wir nämlich Ash wieder, die dann doch wieder den Morgensplitter ausgerüstet haben darf. So. Sockel berühren. Ding. Rums, 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 rums. Und huch, da sind ja Türen. Zwei Geheimgänge wurden freigelegt. Ja. Zwei Geheimgänge. So, aber bevor ich da jetzt runterrenne und diese zwei Geheimgänge mal erkunde, würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Final Fantasy 12 The Zodiac Age mit mir, eurem Leverskisan und unserem Mann und Frau, starken Team, aus unseren werten Helden hier, waren bald hier Fran, Basch, Ash und Benello. Deswegen würde ich sagen, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.